Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks der Firma Twinbush. In dem Video geht es um die Einstellung der Senkgeschwindigkeit beim Modell S3.5-10. Das ist eine Kurzhubscherenbühne mit Aufstellhilfe, Umlenkhebel. Die Senkgeschwindigkeit lässt sich in einem gewissen Bereich einstellen. Sie geht etwas zu schnell nach unten. Die Senkgeschwindigkeit kann man in einem gewissen Bereich einstellen. Hierzu muss man an der Steuerung seitlich die Serviceklappe demontieren und dann haben wir Zugang zur Einstellmöglichkeit der Senkgeschwindigkeit. Da brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher. Es gibt zwei Typen von Hydraulikaggregaten, die Baujahr unabhängig Verwendung finden. Bei der ersten Bauform muss die Serviceklappe auf der linken Seite der Steuereinheit geöffnet werden. Darunter befindet sich eine Serviceöffnung mit dem Drosselventil zum Einstellen der Senkgeschwindigkeit. Zum Schutz befindet sich über der Einstellschraube eine Hutmutter, die in der Regel nur handfest angezogen sein sollte. Bei der anderen Bauform handelt es sich um zwei Serviceöffnungen auf der rechten Seite. Hier ist die Einstellschraube durch eine Kontermutter gesichert. Die Mutter wird mit einem Gabelschlüssel gelöst. Eingestellt wird die Stellschraube entweder mit einem Immo-Schlüssel oder einem passenden Schraubendreher. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Senkgeschwindigkeit gedrosselt. Gegen den Uhrzeigersinn wird sie erhöht. Mein Tipp: Senkgeschwindigkeit, Drosselventil komplett bis Anschlag reindrehen, im Uhrzeigersinn, Hebebühne nach oben fahren. So, Hebebühne schaltet im oberen Punkt ab. Wenn man jetzt nach unten drückt, senkt sich die Hebebühne minimal langsam ab. Jetzt kann ich die Senkgeschwindigkeit durch Linksdrehen der Schraube variieren. Reindrehen langsamer, aufdrehen schneller. Das wäre die ideale Senkgeschwindigkeit. Und in dieser Einstellung schraubt man die Hutmutter einfach wieder drauf, beziehungsweise zieht die Kontermutter an. Man achtet darauf, dass sich die Einstellschraube dabei nicht verdreht.